Ja, machen wir das doch mal. Wie gesagt, den Account werde ich nicht allzu lange spielen. Dafür habe ich mit dem anderen und mit dem konnte ich mir jederzeit so ein Deck hier zusammenbauen. Gut, ich habe 4 Pendulum gezogen. Das ist eigentlich ganz okay. Natürlich will man zu Anfang möglichst halb, natürlich nicht das ganze Deck damit voll, aber möglichst schnell eine runde Basis bekommen. Wenn man nur eins davon zieht, dauert es halt ewig, bis man irgendwas spielen kann. Gut, was haben wir denn Gegner? Er hat auch Mark of Death als Teil, hat aber als erstes ein Air-Pendulum gespielt, was ihm Air bringt, und ein Photon, was aus der Light-Kategorie ist. Ist auf jeden Fall eine interessante Kombo. Und ich spiele einen Virus. Schrödingers Cat ist doch schon mal nett. Ja, man sieht, er hat inzwischen auch 100 Leben, auch wenn er immer noch ein sehr merkwürdiges Deck hat. Jetzt hat holt er Wind dazu. Halt viele verschiedene Sachen, die er alle nicht brauchen kann. So, den töte ich mal. Wings. Okay, ja, nur geflügelte Viecher, also Airborne, wie er hier. Weil Viren sind nicht wirklich, naja, sie lassen sich nicht von sowas aufhalten, können angreifen, eher nicht. Sonst hat Fliegen eigentlich keinen Einfluss. Und ja, das wird das Ganze etwas ziemlich verlangsamen. Es bringt mir auch noch nichts, Schrödingers Cat, also die besondere Fähigkeit einzusetzen, weil ich weder eine Bone Wall habe, noch ein Friedhof, wobei mir die Skelette nicht mal was bringen würden, da ich ein Boneyard. Ich kann direkt mal demonstrieren. Blitzt einmal und ich habe ein neues Skelett, was mir leider nichts bringt. Dafür ziehe ich weiter munter neue Pendula vermutlich. Vulture. Gut, Vulture ist eigentlich auch recht cool. Kann natürlich... Wow, zählt als Airborne, okay. Das ist richtig cool, weil dann töte ich ihn und auf einmal hat er 1-2. Ja. Achso, das hatte ja nur 5 Runden gehalten. Ah, vielleicht hätte ich dann doch die ganze Zeit Dauerskelette machen können. So, ach. Er ist gerade geburrowed. Dadurch kann er nicht angevisiert werden und normalerweise, wenn man irgendwas hier casten will und abbricht, kriegt man alles wieder. Und Karte bleibt natürlich auch da. Bei Kreaturenskills geht das nicht. Das heißt, wenn ich hier Cancel drücke, ist normalerweise nur das Konter weg, aber in diesem Fall, da ich eigentlich ein Sacrifice ist, sogar auch das Vieh. Gut, noch ein bisschen Gift drauf. Nicht tötig. Man merkt, mit 7-8 ist das inzwischen schon ein richtig guter. Achso, stimmt, das hat gerade die ganzen Typen getötet. Ich habe mich auch schon gewundert. Flat. Ja, tötet alle in diesen und diesen Reihen. Sieht man auch in dem Hintergrund. Gar nicht drauf eingegangen. Im Übrigen, das hier sind alles Permanente, die die ganze Zeit bleiben. Hier sind immer nur Kreaturen. Und also wenn irgendwo auch mal ein Gegenstand hat, destroys Permanents, das sind alles, was in dieser Teil ist und alles, was Creatures sind, in dieser im Bereich. Eigentlich nicht schwer. Gut, ich habe 4 Teile gewonnen. Wie viel man an Elektrum bekommt, hängt davon ab, wie viel Leben man am Ende hat. So, ich spinne einfach mal. Der hatte Feuer im Deck. Ja, hätte ich hier noch einen Phönix gehabt, hätte ich einen Phönix bekommen. Das wäre okay gewesen. Ich kann damit anfangen, kann man aber verkaufen. Gut, einlösen. So, Level 2. Habe jetzt keine großen Adjustments, also Anpassungen gemacht an mein Deck.
So, die Grundidee funktioniert ja trotzdem. Ja, Gift drauf. Einfach mal ein Skeleton. Macht zwar nicht viel Schaden, aber kann ruhig schon mal so ein bisschen anfangen. Boneyard. Gut, und was haben wir als Gegner? Holy Light hat ihn um 10 geheilt. Und Sapphire Charger ist relativ ekelhaft für mein Deck. 4, 5 ist jetzt, also vor allem 4 Schaden, ist jetzt okay. Was stärker ist, ist Momentum. Das bedeutet, er ignoriert meine Bone Wall, sobald ich sie draußen habe. Und da die Bone Wall an sich ein sehr, sehr starker Verteidigungsschutz ist, wird das gegen einen stärkeren Gegner also ziemlich Todesstoß sein. Gut. Amagio. Auf ihn hat er Momentum die Karte gespielt, wodurch er ebenfalls meinen Teil ignoriert, aber er macht nur 2 Schaden. Und gut. Ich mach mal mein Gift auf ihn, kriege dafür ja eh wieder einen 1-1-Typen und meine Knochenwand steigert sich, obwohl das keinem hilft. Und er hat jetzt gerade Gravity Pull aktiviert, wodurch ich ihm erstmal die 26 Leben weghauen muss, bevor ich an dieses Leben bekomme. Außer natürlich mit meinem Gift. Das Gift liegt ja direkt auf ihm. Gut, da merkt man, minus 2, er kriegt Whole Life, wird wieder auf 26 geheilt. Wenn das so weitergeht, wird das noch ein harter Kampf. Einfach wegen seinen ganzen Momentum-Viechern. Und weil ich gerade mal wieder nur Müll ziehe. Ich meine, Pendulums, ich habe mehr als genug Quantum, sieht man da. Ich habe vielleicht sogar ein bisschen zu viel Quantum im Deck. Gut, aber immerhin ihn hier werde ich blocken. Da, blockt, blockt, blockt. Das mache ich wieder auf ihn, damit er ich. Ich habe auch noch weniger Karten, das heißt, ich decke auch vorher aus und verliere deshalb vermutlich gleich. Super Vorführeffekt. Was mir helfen würde, wäre, das wäre so ein Anfang. Gut, ja, die Blockte kann gleich nicht mehr angreifen, das ist aber relativ egal. Gut, hat man natürlich mehrere Boneyards, kommen mehrere Skelette, sollte klar sein. Damit mache ich so langsam mal ein bisschen Schaden. Gut, das wird ganz knapp, aber das müsste ich überleben. Das müssen nur meine Knochen lang genug halten. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich es überleben werde. Gut, er ist noch ein Teil. Also so ein Momentum, das heißt, er macht mir zurzeit Schaden 5. Ja, durch das Gift gewinne ich. Das war knapper, als es sein sollte. Man sollte zu Anfang nicht allzu viel erwarten von den Spins. Hier in den Top 50, da hat man richtig gute Chancen. Ach ja, das Orakel, das gibt's auch noch. Kann man einmal pro Tag besuchen. Man bekommt zufällige Menge Elektrum. Man bekommt seinen nächsten False God, gegen den man kämpft, angesagt. False God sind die Level 6 Gegner, die höchsten, die es im Spiel gibt. Richtig hart. Das werde ich halt mit meinem richtigen Deck zeigen. Foten, man kriegt für die nächsten 3 Runden eine Karte. Als Hilfe, Photon ist dieses Leuchtball mit 1-1 Schaden und keinen Kosten. Es gibt bessere, also ist nie natürlich eine richtig starke, aber naja, und hin und wieder bekommt man eine Karte geschenkt. Keine Chance. Gut. Your Deck. Ich nehme davon noch mal jeweils. Ach, stopp, ich darf davon nicht jeweils eins rausnehmen. Ich muss erst was kaufen, was ich wieder reintun kann.
Gut, was haben wir denn noch Schönes hier? Deathstalker. Ich will noch ein Boneyard und ich will so ein Deathstalker, glaube ich. Die packe ich jetzt beide hier rein. Nehmen wir dafür ein Skelett raus und ein Entropie-Pendulum nochmal. Und gut. Quest Reward. Ach ja, okay. Das war es soweit. Hier kriegt man jedes Mal 150. Also, wenn man 150 hat, kriegt man einen Reward. Danach kriegt man, wenn man 500 ein. Ich mal kurz ein letztes Game. Wenn man 500 Score hat, darf man sich eine Rare Weapon, also. Es gibt Sachen, die man kaufen kann, und es gibt Sachen, die man nicht kaufen kann. Den Shop habt ihr gesehen. Darüber hinaus gibt es rare, rare Items, seltene Items. Und jedes Element hat eine seltene Waffe. Und ja, wenn man dann den übernächsten Quest erledigt, darf man sich eine aussuchen. Man kann sie, diese Rare Items, nur finden beim Gegner. Und ja, da ist mein Photon übrigens, was ich durch das Orakel bekommen habe. Man kann Gegner nur, nein, Rares nur drehen. Rares wird man nicht bei diesen Gegnern hier finden. Nur selten, glaube ich. So, töte ich einfach die. Beim Orakel kann man sie eher drehen. Kann man sie sonst noch wo bekommen? Ja, aber Hauptpunkt, wo man sie sich für gewöhnlich erfahren, sind entweder bei meinen Kämpfen gegen die Fallen Gods oder gegen die Top 50. In Top 50 ist besonders einfach, weil die 50 die Decks, also das hier sind alles Level 3 Computergegner. Und bei Level 50, ach, ich habe keine Quante dafür. Mist. Werden die Decks von Usern genommen. Und User Decks bedeutet in diesem Fall nicht, dass man direkt gegen die spielt, sondern die 50, die Spieler mit den 50 höchsten Punkten werden einfach das Deck, was sie gerade benutzen, genommen. Und wenn sie sich ausloggen, dann ja, wenn sie sich ausloggen, dann wird halt das übernommen, was sie da drin haben. Nun benutzen das aber viele Spieler, um sich, damit man höhere Chancen hat, Rare zu finden, machen sie solche sogenannte Farmdecks. Das heißt, sie nehmen absolut unpassende Pillar und jeweils sechsmal so ein Rare Weapon für gewöhnlich. Das bedeutet natürlich, wenn man darauf trifft, dass man nicht verlieren kann. Es geht relativ schnell und wenn es dann zum Drehen kommt, haben die Pillar eine relativ geringe, eine verminderte Chance und letzten Endes hat man knapp 33% Chance, glaube ich, je Waffe was zu bekommen, was schon richtig, richtig gut ist. Also sollte so grob zeigen, dass man damit sehr leicht an Punkte kommt. Nein, an Rare-Items kommt. Und später kann man dann auch für 1500 Elektrum Karten aufwerten. Ich glaube, ich habe so lange geredet, dass das wieder zwei Folgen gefüllt hat. Das werde ich gleich sehen, wenn ich irgendwo auf mal eine Uhr gucke. Das ist wieder so ein Spiel, wo ich keine Pendulum treffe, sondern nur die Pillars. Ja, Glück spielt so eine ziemlich große Rolle und das Spiel habe ich schon verloren, wie wenn ich jetzt mal darauf achte. Ich habe ja die ganze Zeit nur geredet, versucht zu darüber nachzudenken, was will ich eigentlich reden, aber was passiert hier eigentlich? Er hat hier Firefly Queens. Die können für ein bisschen live eine Firefly generieren. Das sind die hier. Fireflies sind eigentlich ziemlich stark, dass man für zwei
Live eine 3 Quanta Figur beschwört, die A live generiert, also genauso wie im Pillar, und 3 Schaden macht, ist schon nicht schlecht. Hier hat er eine Waffe, das ist so ein Rare Item von Luft, ist das mit dem Nebeneffekt, dass man für 2 meine Viecher töten kann, was er auch sehr gern gemacht hat. Er hat meinen Schrödinger's Cat getötet. Die haben halt nur ein Leben. Das heißt, sie kehren natürlich nur wieder, wenn man ihre Fähigkeit benutzt. Sonst sterben sie ganz normal. Und er hat ein Hope gespielt. Hope bedeutet, dass der ist er auch ein Shield und von jedem Angriff wird der Angriff um die lichtemittierenden, ausstrahlenden Kreaturen gesenkt. Und jede dieser scheiß Fireflies leuchtet. Das heißt, 5 Fireflies minus 5 Schaden. Wenn man sich jetzt auf meine Seite guckt, dann sieht man, dass das die Kreatur mit dem höchsten Schaden 1 ist. 5 minus 1, oder eher 1 minus 5 macht 0. Also, ich heile ihn nicht mit minus 4, aber er kriegt keinen Schaden. Er hat hier ein paar Empathic Bond gespielt, womit er sich für jede Kreatur um 1 heilt am Ende des Zugs und ja, keiner von denen greift an, weil keiner durch ein Schild kommt, während er sich jeden Spielzug voll heilt. Und kurz gesagt, ich habe das Spiel verloren. Ach, kann ich dann bis zum Ende mal kurz verlieren? So, spielen wir den noch. Der wird jetzt gleich, er hat nochmal welche bekommen, gewaltige 2 Schaden machen. Dazu kommen 4 Gift. Aber er heilt mehr, als dass ich gewinne und er tötet das mit dem Old Eye sowieso und ich habe verloren. In 15 Zügen. Müssen Geld verloren, weil Geld ist Einsatz hier. Mein Score ist auf 0 gefallen und das war's damit. Ich sehe euch dann beim nächsten Mal, wenn ich richtig rage, wenn es mit den richtigen Kämpfen losgeht. Bis dann!